Zu einem Alleinunfall kam es gegen 16 Uhr in der berüchtigten Kurve ausgangs von Volkringhausen. Ein 36-jähriger Mendener fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei vor Ort, in die regennasse Kurve, kam nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit der Mauer. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde mit Verletzungen ins Mendener Krankenhaus gebracht. Die Löschgruppe Hönnetal, die alarmiert wurde, sicherte die Unfallstelle und klemmte die Batterie ab. Die B515 war kurzfristig halbseitig gesperrt.